Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Let's Play Vampire The Masquerade. Schön, dass ihr mit am Start seid. Ja Leute, heute geht's ins Museum. Aber zuvor lösen wir die Quest mit dem Fernsehreporter. Denn ich habe mich das erste Mal im Spiel informiert. Also ich habe mich nicht groß spoilern lassen. Ich habe nur geguckt, wo der Typ sich aufhält. Damit ich jetzt hier nicht ewig durch die Stadt grasen muss, um den zu suchen. Ja, und er ist einfach in den Apartments. Der ist nach Hause geflüchtet. Man kann es sich kaum vorstellen. Und da gehen wir jetzt hin. Bevor wir nachts im Museum spielen. Moin. Milton hieß der Typ. Nee, Milligan. Milligan hieß der. Auf der 1 ist er. Ja, der ging schnell. Okay, doch niemand zu Hause. War doch die andere Wohnung. Der Raum ist wie immer dunkel. Naja, müssen wir mal gucken. Hier oben vielleicht. Versteckt er sich im Zimmer? Der ist hier wie eine Pornobude, Alter. Ja, da ist er. Fotografie haben wir bekommen. Ein verwackeltes Foto sieht nach einem Nosferatu aus. Gehen wir erstmal an seinen PC. Hoppala. LA ist nicht meine absolute Lieblingsshow. Ich gehe mir alles ansehen, wovon du erzählt hast. Hey, du solltest das Hotel echt besuchen, wo ich mal in Palm Springs abgestiegen bin. Ich schwöre, da waren Geister. Einer drehte immer den Wasserhahn auf. Vielleicht hatte er Waschzwang. Zwicker Smiley. Fanboy McGee. So, nächste bitte. Wütender Typ mit Prinzipien. Betreff, verdammter Mist. Du spinnst. Haunted LA ist für den Arsch. Selbst wenn es Geister gäbe, was allerdings nicht der Fall ist, gibt es keinen gottverdammten Werwolf im Griffel Park. Was glaubst du, wen du hier verarscht? Wir haben ja nicht einmal normale Wölfe, zwischen denen er sich verstecken könnte. Hoffentlich frisst dich irgend so ein Monster auf, du verdammter Bastard. Ah ja. Kommende Shows. Show 17. Krankenhaushorror. Ein verfallenes Krankenhaus in Downtown stellt die gruselige Kulisse. Wenig Arbeit erforderlich. Der Ort ist so schon beängstigend. Wir sagen, es wäre der Geist einer Schwester, die denkt, noch Patienten helfen zu müssen. Und Show 18. Was haben wir da? Show 18, ewige Unruhe. In Hollywood liegt ein Friedhof. Er ist voller Schauspieler mit mehr als ein paar ruinierten Karrieren. Auch hier müssen wir nicht sonderlich viel arrangieren. Ja, da müssen wir wahrscheinlich noch hin, wa? Zum Friedhof. Da kommen wir noch hin irgendwann mal.
Ja, schluckt ordentlich wer Pillen. Masturbieren tut er auch. Eingreifen will mein Hauptcharakter einfach auch. Nee, doch nicht. Na komm, wir speichern mal. Dann entscheiden wir uns für die beste Möglichkeit. Weil das Problem ist, ich bräuchte eigentlich Menschlichkeit. Geht nämlich langsam bergab und wenn wir jetzt den Reporter, also der Pischer, schicken, verliere ich safe noch einen Punkt. Und das würde ich ungern. Warte mal, ich kann Menschlichkeit leveln? What? Was gerade auch? Nee. Okay, Menschlichkeit kann man leveln, wusste ich gar nicht. Aber kostet auch 10 Punkte. Nee, wollen wir so behalten. Na du? From the hospital. But in my crew, are they? Tod? Ja, es gibt Orte, die ein Mensch niemals betreten sollte. So wie dieses Krankenhaus. Dead? But how did you... What are you? Laufen Sie und kommen Sie nie wieder an diese Stadt zurück. Nee, warte mal, da kann ich doch bestimmt besser machen, oder? Kann ich ihn irgendwie manipulieren? Ich gucke mal. Nee, okay, hier auf jeden Fall nicht. Manipulation, was haben wir da? Eigentlich habe ich einfach nichts. Ich könnte mal was in Manipulation stecken, oder? Ich würde es einfach mal ausprobieren. Ich habe ja gerade gespeichert. Ja, machen wir einfach mal. Komm. Bam, bam. Lassen wir so. Und dann... Was ist ein Gehirnwäsche eigentlich? But in my crew. Ist tot, ja, bla bla bla. Freeze! Nee, okay, sie in Stärke. Nee, der war nicht. Wir probieren es nochmal. Wir nutzen diesmal Blutmacht. Wir leveln mal zwei Manipulationen. Nehmen Blutmacht. Nee, der war doch nicht. Okay, wir haben Menschlichkeit gewonnen auf jeden Fall. Ah, kann ich den irgendwie anders? Ah, warte mal. Wenn ich nur mal wüsste, was die... ...Sachen hier genau machen.
Well, I'm perfectly set. That's right, I'm fine. Ich hab keine Ahnung. Oder verpetzen wir ihn doch? Ah, schwierig. Komm. Wir gefährden nicht die Maskerade. Es war ein Scherz. Sie warten alle im Keller des Krankenhauses auf sie. Spaßvögel. Really? A joke? A joke! A joke, right? Oh, real funny. Oh, you got me good. I'm going to hurt Sophie very badly. Ja, dann brechen sie mal auf. Maskeradenbonus. Naja, gut, der bringt mir aber nicht so viel. Naja, zur Not kann ich ja hier was investieren. Komm, wir machen jetzt einfach so jetzt. Und bei der nächsten Quest machen wir dann ein bisschen auf Menschlichkeit. Probieren wir zumindest mal. Wir können Menschlichkeit leveln. Komm. Aufbruch. Ich hab's anders probiert, Leute. Hat aber nicht geklappt. Wahrscheinlich habe ich nicht genug in Manipulation oder so. Drehen, falschen Begabung verführen. Ja, Geschick, Schleichen. Handgemenge, Ausflüchte. Ausflüchte ist nötig für die Begabung verführen. Leichen. Ja gut, aber ich kann ja nicht wahrscheinlich nicht verführen. Ist ja keine Frau. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Ihr bekommt schon irgendwo Menschlichkeit her. Abgesehen vom Leveln. Vielleicht kann ich irgendwie mal irgendeinem Penner ein bisschen Geld geben. Wie mir zum Beispiel. Nee, verschwinde. Ja, es sind schon ein paar Sachen, auf die man achten muss, Leute. Den krassen Obermacker kann man jetzt nicht so spielen. Ist er hier schon angekommen, oder? The Kind's fate was sealed the moment he entered. Do not waste time debating the morality. If a man walks into a tiger's domain, it may result in his being devoured. So it has. Mhm. Ich verstehe, was diese Artefakte betrifft, von denen du sprichst. Yes, I am searching for two items I have tracked to this area. One I believe may be in one of the local museums. I have not yet searched them all. The other I believe to be in the Giovanni's possession, though I have not confirmed it. For these items, I will exchange items of similar worth.
Das ist nur fair. Erzähl mir von dem Gegenstand, der sich in einem Museum befinden soll. A fetish is described in a 19th century chronicle of a British platoon's encounter with a local tribe. Soldiers would go missing in the night and be replaced by these fetishes. It may be valuable to my studies. Und das andere? It is used to communicate with certain entities otherworldly. It is a tome called the Voce del Morte. Should you find yourself within the walls of the Giovanni, seize the opportunity and take it, for they will make sure you never have another. Erzähl mir von dem Gegenstand. Ist genau dasselbe wahrscheinlich, oder? A fetish is described in a 19th century chronicle of a British platoon's encounter with a local tribe. So ja. Wenn ich es finde, bringe ich es vorbei. Okay. Zwei okkulte Gegenstände finden und ihr bringen. Einer ist ein Götze aus dem Museum. Der andere ist ein Buch im Anwesen. Herr Giovanni. Okay, zum Perfekt. Zum Museum müssen wir eh. Der passt ja perfekt. So, dann brechen wir mal auf. So, ich würde bald sagen, packen wir noch einen Punkt in Geschick rein. Na, erstmal nicht. Wir lassen es erstmal so. Wir speichern jetzt hier ab. Auf der 4. Dann fahren wir zum Museum. Where to? Zum Museum, habe ich doch gerade gesagt, Mann. Da ist der Duke auf der Karte eingezeichnet. Zum Museum? Ja, da ist es schon. Dem sprechen kann ich nicht. Bin ich da bestimmt irgendwo ein Hinterausgang, Hintereingang, Hinterausgang. Eingang oder so, oder? Eine Klappe? Kann ich einfach so hier rein? Jo, anscheinend schon. Cool. Okay, jetzt geht's los wahrscheinlich. Oh Mann. Ist wieder heimlich unterwegs, Leute. Psst. Easy going. Ich darf ja wieder keinen umbringen. Sehr schade. Hier geht's nicht rein. Ach du Scheiße, ich hoffe, das Museum ist nicht zu groß. Was haben wir hier gerade entdeckt? Schlüssel zum Museumsbüro? Ach, da oben! Als ob der jetzt hier random so rumliegt. Ich dachte schon, da steht jetzt wer. Ich hasse es, Mann. Ganze Schleiche.
habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Alter, was ist das denn für ein Gang? Hier sind nicht mal Türen. Wer baut denn sowas? Da sind auf jeden Fall welche drin. Hier geht's nicht weiter. Speichere mal ab und dann gucke ich mal. Den Raum hier rein. Okay, da läuft wer. Muss wahrscheinlich erstmal ins Büro. Die jetzt im Kreis hier laufen. Ja, cool. Hier nicht von unten irgendwo gekommen? Was? Der hat keinen Sinn. Alter, ich habe Orientierungssinn gerade wie, keine Ahnung, wie Zorro. Holy shit. Gleich null. Ach, das ist der Dino. Okay, perfekt. Und hier bin ich gekommen. Sag mal, da ein Zettel. Verdammt witzig. Du hast der Putzkolonne einen gehörigen Schrecken eingejagt. Könntest du jetzt den verdammten Saurier wieder zurück in die Ausstellung bringen? Ach, und lass deine Schlüssel nicht herumliegen. Sonst feuert Marshall dich irgendwann hochkant. Ja, hat er wohl vergessen. Oder die Zettel nicht gelesen. Wahrscheinlich das zweitere. Der Dino steht nämlich auch noch da. Was haben wir hier? Die Kasse. Nichts weiter. Na gut, dann müssen wir wieder hoch. Wir waren schon richtig, verdammt. Wir müssen in die Ausstellung rein. Da wird es irgendwo das Büro gehen wahrscheinlich. Türen hören die Polizisten natürlich nicht. Und sehen sie auch nicht, wie sie auf und zu gehen. Muss ich irgendwo das Büro finden. Dass wir sie nochmal. Einer ist ein Götze aus dem Museum. Mit den Götzen müssen wir finden.
Schöner Dino. Ja, geil, wenn er sich bewegen würde, plötzlich so als Horror. Als Schocker-Moment. Alter, wie groß ist denn der Scheiß hier? Genau so. Geil. Scheiße. Hey, hier ist ein Manager, ich will rein. Hier unten ist einfach nichts. Außer die Treppe nach oben. Doch, hier vielleicht. Gentlemen, ich gehe erstmal auf Klo. Hier ist wieder am Kacken. Nee, am Pissen. Ich mach mit. Ah, oh, geil. Ja, der hat aber einen gesunden Strahl. Cool, der pisst einfach unendlich. Stell dir mal vor, der bricht ein. Das liegt plötzlich auch vor dem auf Klo. Geil. Was ist denn hier für Pornoschuppen? Ah, hier kann ich runterspringen, glaube ich. Kann ich hier irgendwas machen? Anscheinend nicht. Museumskeller. Alter, war das knapp. Die Drecksau. Jetzt steht der Penner hier rum. Geil. Kann ich direkt nochmal speichern.
Glücklicherweise ist er blind. Aber ein bisschen Angst, dass er jetzt gleich wiederkommt. Erinnerung. Nur zur Erinnerung. Dr. Anders, Johnson, der Sarkophag-Typ, die nächsten paar Tage hier im Museum arbeiten. Behandle ihn so höflich, wie er alle unsere Gäste behandelt. Okay, nächste. Fetisch. Ich will wirklich nicht wissen, wofür du ihn brauchst, aber ich habe ihn zwischen den Flamingos und den Raptor platziert. Bring mich nicht in Schwierigkeiten, Baby. Klar, amüsiere dich mit Gabe und bitte erspar mir künftig Details über deine untoten fetischen Fantasien. Viruswarnung, bitte lesen. May hat ein Virus im Anhang dieser Datei gefunden. Der Virus wurde isoliert und eine Benachrichtigung an E-Mail geschickt. Die Schlüssel, die du gefunden hast, die gehören Larry. Ich sag ihm, du hast sie bei den Fundsachen abgegeben. Okay, bei den Fundsachen ist ein Schlüssel. Verkauf. Hä, wurde gerade Verkauf. Einfach nichts. Okay, wo sind die Fundsachen jetzt? Speicher mal ab. Normalerweise doch hier im Büro, oder nicht? Geht der noch hier rum? Okay, hier ist nichts weiter, oder? Nö. Dann können wir nochmal laden und uns das Blut sparen. Da müssen wir nicht nochmal rein. Da waren wir gerade drinne. Okay, zu den Damen können wir nicht. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir eine von den Angestellten da treffen. Eine hübsche Blondine. Aber das Spiel gönnt mir einfach nichts. Hätten wir unten drunter geguckt. Ein Türspalt. Hallo! Ist hier wer? Nee. Einfach ein Zettel? Nee. Du Depp. Jan hat sie unten auf der Couch gefunden und ihn zum Fundbüro gebracht. Hast deine Schlüssel nicht überall liegen? Sonst will ich bald Finderlohn haben. Hey, ich dachte, wir sind schon... Ach so, im Keller, es war Finderbüro. Ah, Leute, wir kommen der Sache näher. Ich muss auch den Keller finden. Medizin. Ab im Keller.
Ein bisschen Aspirin ist niemals schlecht, muss man sagen. Holen wir uns erstmal eine Cola. Boah, ist das nervig jetzt schon wieder. Der wird aber wahrscheinlich seinen Raum bleiben. Ich gehe erstmal hier lang. Oder auch nicht. Scheiße. Im Moment guck ich da oben. Wie so ein Spaß. Guck mal. Alter, guck ich einfach so nach oben. Hallo? Hallo? Weg bin ich wieder. Und jetzt, was war das? Okay, dann weiß ich Bescheid. Der kommt kurz raus. Na komm, geh wieder rein. Gott, ist der gerade scheiße. Oh, mein Gott, ist das nervig. Okay, den Weg müssen wir nicht nehmen. Dauert zu lange. Oder weg, warte mal, weg unten, wenn die Kamera gerade weg ist, komplett. Ein toter Winkel, oder? Wäre ein toter Winkel, glaube ich. Scheiße, komme ich da nicht mehr vorbei. Mein Gott, ist das nervig! Kann ich die scheiß Kameras eigentlich manipulieren? So schnell. Jo, wie soll denn das gehen? Okay, der muss ja perfekte Timing sein, Alter. Ach du Scheiße. Habe ich irgendwie einen Unsichtbarkeitstrank?
Boah, war halt knapp. Guck, hier kommt keiner rein. Was haben wir hier Schönes? Armbanduhr, kann ich einen Ring. Kann ich beides verkaufen. Schönes Ding. Marshall hat den Code wieder geändert. Er ist voll auf einem Machttrip. Ich glaube, du hast recht. Er hat schon wieder hingekriegt, ihn jedem außer dir zu schicken. Aber du liest deine Mails ja sowieso nicht. Der Code ist 2358. Du schuldest mir ein Essen. Okay. Glaubt, der steht direkt unter der Ecke hier, oder? Na, wir speichern lieber. Egal, diese Schleiche gibt mir so einen Nervenkitzel, ey, wirklich. Wie bei Horrorspielen. Ja, da komme ich natürlich nicht rein. Willst du mich trollen? Ja, aber zum Glück. Schlüssel zum Schauraum. Wie kann ich die Kameras abschalten? Nehmen wir wieder E-Mails. Schlückchen. Erinnerung von Marshall wollte dich nur daran erinnern, deine Gedanken auf das Meeting am Freitag um 13 Uhr zu lenken, wo wir im Personalraum ein Brainstorming zur nächsten Ausstellung machen wollen. Fetisch nochmal, entspann dich, Pam. Ich habe ihm gesagt, er soll die Statue in ein anderes Büro stellen. Oh, und sie sagt Hi. Codeänderung. Wie es sich für ein gutes Sicherheitssystem gehört, haben wir den Code auch für Bereiche B2 auf 2358 geändert. Wirksam ab sofort. Ich empfehle allen auch, ihr E-Mail-Passwort zu ändern. Sollte es in den letzten 3 Monaten nicht geschehen sein. Ergebnisse. Okay, genau dasselbe immer. Nee, was stand da gerade? Ansehen. 5 Stunden Analyse, okay. Das dauert ja noch. So, liegt hier noch irgendwo was rum? Besser. Alter, war der knapp. Ich wusste, dass er hier reinguckt. Die Frage ist, kommt er hier auch rein?
glücklicherweise nicht. Ah, der Scheiße hat ja in meine Richtung geguckt, wa? Kacke, ich dachte, sie noch andersrum. Ja, die Tür sieht man aber nicht auf der Kamera, wa? So, jetzt schleiche ich mich gerade zurück. Ich speichere mal einen anderen Spielstand. Alter, macht mich fertig. Ich brauche wieder ewig, wie die Scheiße. Mein Gott, der Wichser! Okay. War jetzt mein Fehl. Scheiße, hab die Kamera nicht geachtet. Also, hier bin ich auf jeden Fall fertig. Ich brech bei dem mal ein jetzt. Das reicht mir. Der teleportiert sich einfach. Vielleicht kann ich irgendwie die Kameras ausschalten. Bei dem im Raum. Der blind Junge. Alter, braucht der eine Brille, der braucht ein Fernglas. Was? Kameras. Puh, der sieht mich einfach nicht. Ich sitze einfach vor dem. So dumm. Nummer Gruppe 1 deaktiviert. Ja cool, hätte mir eigentlich viel Zeit sparen können gerade. Der dumm.
Okay, sind alle deaktiviert, ist gut. Aber warte mal, Beke, sind die ganzen Wege schon abgegangen hier? Glaub schon, hätte ich früher machen können. Geil! Gehen wir nochmal genau um jetzt. Hier, da muss ich rein. Wie war der Code? 2, 3, 5, 8. Meine Güte, ist das hier eine Quest schon wieder? So. Sieht auch aus. Da wäre drin? Nein. Nein, nicht laden. Ach du Scheiße. Was ist denn das? Wie soll ich denn hier weiterkommen? Dass ich einfach durchrenne. Und rüberspringen, oder? Oder auch nicht. Na gut, man kann vielleicht rüberspringen, aber ich hab's verkackt. Warte, wir probieren es nochmal. Nee, scheiß drauf. Laser. Komm, 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 schneller. Du Trottel. Hau rein. Scheiße, ich brauche eine Chipkarte, wa? Freeze!
Ja, warte mal kurz. Dann laden wir nochmal. Ist da noch eine Chipkarte im Raum? Schießt ihr auf mich? Ach Scheiße, Mann. Also alles ein eigenes Passwort haben muss, ey. Nee, hier liegt aber nichts rum, oder? Wie komme ich denn jetzt weiter? Die eigentlich aussaugen? Jo. Wollte einfach mal testen. Der ist komplett buff. Someone there? Ja, ja, gut, war klar. Ja, aber wie komme ich denn jetzt weiter? Als Maul. Hier geht's auch nicht weiter. Okay, dann muss ich wahrscheinlich wieder hoch, oder? Ich hätte gedacht, ich bin hier richtig. Warte, guck mich hier mal um. Der kriegt gar nichts mit. Nee, ich bin hier falsch. Ich habe jetzt schon als ausgemacht und so weiter. Was? Ich muss da doch irgendwie reinkommen können. Warte mal. Ich box die Bäder mal um. Okay, da kommt ein bisschen Verstärkung. Ah, okay, die hat eine Schlüsselkarte, Leute. Aber wie klaue ich ihm die? Wahrscheinlich wirklich einfach umbringen, wa? Still und heimlich.
gucken, so ist rein hier. Falsche Taste. Na, endlich! Okay. I can't understand why someone would go through the trouble of stealing a box with a very ancient corpse. This city's not that dull. Bruder, ich hatte jetzt so viel scheiß Mühe, hier reinzukommen. Du gibst mir jetzt, was in dieser scheiß Kiste war. Sonst kriegst du so den Arsch versohlt. Dass du morgen nicht mehr kacken kannst. Was ist mit dem Sarkophag passiert? Since it's missing, I'm inclined to believe it was stolen. Or intentionally misplaced, if you like. Clearly, though, it's not here. Ja, wo... Wer hat ihn gestohlen? Interesting choice of words. Weren't you here to take it away? Wouldn't that make you an attempted thief? Woher soll ich wissen, dass Sie ihn nicht gestohlen haben? If I stole it, I would know where it was, and most likely wouldn't be looking for it here. Also, was tun Sie dann hier? I'm an archaeologist. So I thought I'd indulge in a quick study of this Ankaran sarcophagus everyone's so riled up about. My guess, from what I've read about it, is that it's a mummified Mesopotamian king. I needed confirmation. Wer hat ihn gestohlen? Interesting choice of words. Hey, bist du dumm, hat doch gerade gefragt. Were you here to take it away? Wouldn't that make you an attempted thief? Und der erzählt mir genau dasselbe. Wissen Sie nun, wer ihn gestohlen hat oder nicht? Every supernatural creature in Los Angeles is suspect, as are most human thieves. I suppose we may want to question magicians as well. Haben Sie ihn denn nach all dem untersuchen können? Oh, I really wish I had. All this speculation about the sarcophagus containing an antediluvian and being a portent of Gehenna is making me cringe. These are the kinds of ridiculous, superstitious assumptions I came here to debunk. Gehenna? Armageddon, doomsday, the end of all kindred. It's a common facet of most mythologies. Fear that the world will end. Many believe Cain and the Antediluvians will return to consume or destroy all kindred. I wholeheartedly disagree. Cain? Meine hat von nichts Ahnung. Cain is the biblical first kindred and founder of the mythological first city, Enoch, a place where kindred and kind coexisted. I believe Cain's a figure concocted to personify the transition from nomadic society to agrarian society. That myth, like most, has been twisted by time. Können Sie mir mehr über die Dünnblütigen sagen? Thinbloods rarely exhibit features or powers of their clan, and many can't embrace. Some are even rumored to have reproduced. Many kindred are terrified that their weak blood heralds the dissipation of every bloodline. Somewhat of an ignorant reactionary response, don't you think? Warum glauben Sie nicht an Gehenna? As I said, many cultures have the fear of some form of apocalypse. Kindred believed in these stories when they were human, and naturally carried them over into kindred myth. But it doesn't take a supernatural act to cause widespread destruction. Humans and kindred are just as capable of managing their own destruction as a deity.
A self-realized Gehenna warrants more vigilance than a god-induced one, don't you agree? Such is my argument, which so frequently falls on deaf ears. Und gibt es noch andere Zeichen für ein kommendes Gehenna, oder wie es heißt? Spreche bestimmt komplett falsch aus. What prophecy doesn't have vague, apocryphal signs? Let's see. The usual ones cited are the appearance of thin bloods, Cain sightings, doom, gloom, that route. Dieses ganze Zeug kann mir verdammt egal sein. Ich muss den Sarkophag finden, Mann. Oh, don't let me interrupt your progress. If indeed you've made some. My reason for being here is probably being bid on as we speak. Someone is certainly going to be surprised when they find out they've just paid a kingly sum for a desiccated old corpse. Ja gut, ich hab zu tun, das ist alles. Auf Wiedersehen, Beckett. Was macht ihr? Nein, jetzt hat er sich wieder rausteleportiert, der Affe. Ich hatte noch einen anderen Auftrag. Moment. Komm ich da nochmal hin? Need a ride? Fahren Sie los. Okay, wir kommen noch ins Museum. Ich hoffe, da muss ich nicht nochmal alles von vorne machen. Komm, wir schließen den Auftrag jetzt mal ab. Excuse me, starting to doze off there. Oh, I need to get a guard animal of some sort to alert me when folks come in. Maybe one of them chimps like on that show Ape Detective? That monkey always... Du lustig, Junge. Der Prinz erwartet mich. Oh, yeah, Mr. LaCroix is expecting you. For a young guy, he sure likes to work late. Me, I spent most of my youth in the entertainment industry. Yeah, I guarded the sets for over 6 top 10 TV shows. Ja, ja. Wo es mich nicht die Bohne interessiert, drehen sie weiter. The folly of leadership is knowing that no matter what you do, behind your back there's hundreds, certain that their own solution is the sounder one. And that your decision was the byproduct of a whimsical dart toss. I pronounce the blast sentence, and I soak the critical fallout. I make the decisions no one else will. Leadership. I wear the albatross and a bullseye. Okay, spiel mal mit. Was hat das zu bedeuten? The blood hunt on Nines Rodriguez for the murder of Alistair Grout will be called. Rodriguez's execution is only a matter of time. I have lit the fuse. If a war ignites, it's my head that will sharpen the pikes for. At least I can rest easy in knowing that you, my most promising attendant, has relieved me of one encumbrance tonight. Do you need assistance bringing the sarcophagus up to my office? Ja, da habe ich schlechte Nachrichten, wa? Ach, wie sagt es am besten? Ja, der Sarkophag, der wurde schon gestohlen. Haha, vor mir. Stolen? Ja, ich, Stolen? How? Who would... Oh, Gary. Gary, you treasonous maggot. I should have anticipated your treachery, sewer rat. Ja, und wer ist jetzt Gary? The Nosferatu Primogen. The Nosferatu were responsible for finding out where the sarcophagus was taken after the Dane, and for getting keys to the museum. They were the only ones who knew. It's obvious to me now, my mistake. Aber... I want him found. I want him... found. The sarcophagus could be... exploited. Causing who knows what catastrophe to this city. If it were to fall into the wrong hands...
Mit, dass er gefunden wird. Damit meinen sie mich, oder? The Nosferatu lurk in the filth below the streets of Hollywood. But not even I know just where they hide. Hollywood is, unfortunately, lacking in any Camarilla loyalties. Hollywood's baron is an anarch named Isaac. Isaac's more civil than the anarchs downtown, but nonetheless, he wears his mistrust of me on his sleeve. He may know how to contact the Nosferatu. Find Gary and get him to talk. That sarcophagus could be used against us. Do not come back until you have it. Now, I must announce the blood hunt and bear the brunt of all consequences. Escort him out. Ja, geil. Hat Tech hier eine Angestellten? Abgesehen von mir und seinen Leibwächter? Und diesen fetten Bullen hier vorne? Was ist denn das für eine Scheiße? Warum muss ich denn jeden Dreckjob machen? Oh Gott. So, dann warte mal kurz. Ich will mal testen. Speichern mal auf der 3. Hab ihn. Okay, jetzt können wir nach Hollywood. Perfekt. Geil. Aber ich will nochmal zum Museum. Ich will mal testen, ob ich noch reinkomme. Ansonsten muss ich nochmal laden. Ja, wir kommen rein. Gut, Leute, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge suchen wir diesen komischen Götzen. Der wird ja wahrscheinlich nicht ganz so schwer versteckt sein. Aber warte mal, wir können ihn ja schnell suchen. Geht die Folge halt ein bisschen länger. Ist es halt manchmal so. Ich hoffe, die ganze Scheiße ist noch ausgeschalten. Haben sie nicht gesehen. Die Tür. Geile Nachtwächter. So, wo ist dieser scheiß Götze? Ich gehe jetzt einfach mal alle ab hier. Der muss ja hier irgendwo sein. Der ist bestimmt unten. Weil hier oben sind ja nur die Dinosaurier. Und ein Zebra. So ganz random. Und war hier wieder. Was haben wir hier oben? Nichts weiter außer dem Flugdino. Oh Gott, ich hoffe, der Götze ist nicht so gut versteckt jetzt wieder.
Ja, Wichser, da schon unten hier lauert. Weg? Nee. Dann muss ich wohl andere Seite runter. Da haben wir noch ein Nilpferd. Drei Horn. Der läuft gerade unten vorbei, oder? Hä? Will der mich verarschen? Stimmt, hier ging es nicht weiter. Scheiße. Wie komme ich jetzt hier vorbei? Warte mal, Befehl. Ganz einfach. Aber nee, komm ja nicht vorbei. Oder doch, ganz knapp aber. Wo ist der Götze? Er kann ihn doch einfach umbringen, oder? Ja, ist einfacher. Als der ganze Scheiß jetzt hier. Komisch, dass ich bei den Polizisten keine Menschlichkeit verliere. Macht irgendwie keinen Sinn. Weil die an sich auch unschuldig sind und Ordnungshüter. Ist da, wie ich meine? So, jetzt noch ihn hier. Manager kann man nicht rein.
Ja, auch nicht. Ja, geil, aber wo ist denn jetzt? Ey, war der Bier knapp gerade gewesen. Ja, aber wo ist denn jetzt dieser scheiß Götze? Ist jetzt ja auch da unten drinne oder was? Naja, Leute, ich guck mich hier noch ein bisschen um. Wahrscheinlich offline. In der nächsten Folge zeige ich euch den Götzen. Dann machen wir in Hollywood weiter. Juti, dann danke fürs Zusehen. Und haut da rein.